Sehr verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Zuschauer hier im Raum und zu Hause. Wir haben jetzt gerade viel über Zahlen und über die Versäumnisse der Landesregierung gehört. Vielen Kritikpunkten stimmen wir uneingeschränkt zu. Das Gesetz zur Besoldung der Beamten hätte geräuschlos über die Bühne gehen können, wenn man die Beamten ernst genommen hätte. Und hier mit dem Effizienzteam zu strunzen, ist im Grunde ein Ding. Alle Oppositionsfraktionen haben diese intransparente Runde mehrfach zu Recht angemahnt. Es bleibt immer noch die Frage, warum die regierungstragenden Fraktionen dort teilhaben, die Opposition aber nicht. Informationen über den Beratungsstand, Fehlanzeige. Herr Laschet sagt ganz richtig, es ist ein Haushalt der Resignation und nicht der Inspiration. Wir stellen Forderungen auf, weil wir nicht um jeden Preis sparen wollen. Wir wollen sinnvolle Investitionen. Ja, wir müssen über eine Neuordnung des Länderfinanzausgleichs reden, aber wir müssen auch über Prioritäten im Haushalt von Nordrhein-Westfalen reden. Und da sagen wir Bildung, Bildung, Bildung. Daneben, das wurde auch gerade schon mehrfach angesprochen, müssen wir über die Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen sprechen. Auch hier ist Sparen der grundfalsche Weg. Unser Finanzminister und auch Herr Römer führten gerade aus, dass in den Ausbau des Ganztags investiert werde. Aber da muss man doch mal genau nachfragen, wie es mit dem Personal im offenen Ganztag eigentlich aussieht. Die Zuweisungen durch die Landesregierung haben sich in den letzten Jahren nicht erhöht. Die schlechte Bezahlung führt inzwischen dazu, dass immer weniger wirklich qualifiziertes Personal dort zu finden ist. Dadurch wird auf Dauer die Qualität nicht aufrechterhalten werden können. Auch hier fehlt es an notwendigen Investitionen, wenn man kein Kind zurücklassen will. Ich darf ein wenig grundsätzlicher werden. Haushalten ist ja im Grunde ein anderes Wort für Zukunft sichern bzw. Zukunft möglich machen. Betrachten wir das Haushalten in Nordrhein-Westfalen, können wir nur sagen, eine Zukunft, die diesen Namen auch verdient, wird hier nicht stattfinden. So wie die Politik derzeit in unserem Land funktioniert, brauchen wir noch nicht mal eine Schuldenbremse, um jedwede Innovation im Keim zu ersticken. Die Politik muss einfach nur weitermachen wie bisher, dann sagen uns auch weiterhin Lobbyisten, wohin das staatliche Geld gepumpt werden soll. Dann zerbröckelt weiterhin die Infrastruktur, weil niemand über eine Legislaturperiode hinauszudenken wagt. Dann werden neue Infrastrukturmaßnahmen wortreich propagiert und dann ignoriert. Dann wird versucht, festzuhalten an dem, was man hat. Hauptsache, nichts ändern. Einfach weiter so. Dann will man sich unangreifbar machen. Das nennt man die Verwaltung des Mangels. Es stellt aber keinen eigenen Wert dar, unangreifbar zu sein. Es bringt das Land nicht weiter, die Menschen nicht, die Gesellschaft nicht und die Wirtschaft auch nicht. Zuletzt hilft es nicht einmal den Akteuren. Nicht zu handeln wird irgendwann zum Bumerang. Immer. Und das wird Sie als Regierung treffen. Wer handelt, wer etwas ändern möchte, macht sich angreifbar. Natürlich. Wenn ein weiter so in den Abgrund führt, weil niemand das Steuer ergreift und auch mal liebgewonnene Subventionen gegen wirklich wichtige Investitionen tauscht, dann muss gehandelt werden. Dann muss man sich angreifbar machen und den Mut haben, auch etwas zu ändern. In der Haushaltspolitik, im Land, im politischen Alltag und auch an den eingeschliffenen Selbstverständlichkeiten, die dazu führen, dass das Geld des Landes an den Stellen festgehalten wird, an denen es den Verfall nur übertüncht. Sie müssen in diesem Land endlich handeln. Sie müssen endlich für das Land Nordrhein-Westfalen Entscheidungen treffen, die den Menschen helfen. Und ganz im Ernst, Sie wissen doch, dass es so nicht weitergehen kann. Sie hangeln sich bewusst nur von einer Legislaturperiode zur nächsten. Das ist die Politik, wie sie hier in Nordrhein-Westfalen getrieben wird. Versprechungen machen, sich nett inszenieren, aber eine gesamte Legislaturperiode ohne Ideen, ohne Erneuerung, ohne Innovationen, ohne echte Verbesserung für das Land. So sieht die Regierungszeit von Rot-Grün aus. Schauen wir uns die heutige Verkehrsinfrastruktur an, die langsam aber sicher vor die Hunde geht. Inzwischen weiß jeder, dass in Deutschland jedes Jahr 7,2 Milliarden Euro zusätzlicher Mittel fehlen, um wenigstens die bestehenden Sanierungsrückstände zu beheben. Nach dem Königsteiner Schlüssel entfielen davon auf Nordrhein-Westfalen gut 1,5 Milliarden Euro. Wir wissen, dass uns die Große Koalition in Berlin mit 5 Milliarden Euro über 4 Jahre verteilt beglücken will. Doch stopp! Was wissen wir wirklich?
Wir wissen, dass davon 5 Milliarden Euro im Koalitionsvertrag die Rede ist. Wir wissen, dass Minister Dobrindt so tut, als ob es sich dabei um sein persönliches Geschenk an die Republik handelt. Wir wissen, dass dieses Geld für alle Verkehrsträger verwendet werden soll. Und wir wissen neuerdings, dass aus 5 Milliarden zusätzlicher Mittel schnell 1,7 Milliarden Euro zusätzliches Defizit werden können. Die Große Koalition spendiert uns 5 Milliarden Euro in 4 Jahren, also 1,25 Milliarden Euro pro Jahr. Von diesem Geld müssen aber ungefähr 1,5 Milliarden Euro für laufende Projekte abgezogen werden, die also gar nicht zur Verfügung stehen. Bleiben 3,5 Milliarden in 4 Jahren, beziehungsweise 0,875 Milliarden Euro pro Jahr. Dummerweise werden wir aber sehr wahrscheinlich 1,3 Milliarden Euro weniger Lkw-Mauteinnahmen haben als gedacht und kalkuliert. Pro Jahr. Das sind 5,2 Milliarden Euro in 4 Jahren, die an Einnahmen fehlen, die also aus anderen Töpfen kommen müssten, Töpfen, die es aber nicht gibt. Also müssen wir diese Mindereinnahmen von den Mehreinnahmen abziehen. Das heißt, dass von den 3,5 Milliarden Euro die 5,2 Milliarden Euro abgezogen werden müssen. Und das heißt, dass wir nicht 5 Milliarden Euro zusätzlich, sondern 1,7 Milliarden Euro weniger für die Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung haben. Damit lassen sich jede Menge Löcher stopfen, mit heißer Luft. Aber was wissen wir wirklich? Wir wissen, dass jeden Tag gesellschaftliches Vermögen vernichtet wird, weil nicht genügend Geld zur Verfügung steht, die öffentliche Infrastruktur zu pflegen. Jeden Tag lösen sich 17 Millionen Euro gewissermaßen in heiße Luft auf, weil die Verkehrsinfrastruktur nicht mal instand gehalten wird. Das sind nicht unsere Zahlen, das sind die Zahlen der DERE-Kommission. Die Städte in Nordrhein-Westfalen schlagen Alarm, sie fordern ein Sofortprogramm. Der Bielefelder Oberbürgermeister rechnet vor, dass er jeden Tag öffentliche Mittel in unsinniger Weise verwenden muss, weil er sie nicht sinnvoll verwenden darf. Statt die Straßen nachhaltig zu sanieren, muss er sie fortwährend notreparieren. So gibt er letztlich mehr Geld aus, als er es bei vernünftiger Bewirtschaftung tun würde. Und das wird Sie interessieren, Herr Walter Borjans. Der Kölner Oberbürgermeister sagt ganz klar, mir sind sinnvolle Investitionen in die öffentliche Infrastruktur lieber als eine schwarze Haushaltsnull. Die Piraten sind hier ohne Abstriche auf der Seite der Städte. Es kann doch nicht ernsthaft politisch gewollt sein, den gesellschaftlichen Reichtum, unseren Reichtum, auf dem Altar der schwarzen Null zu opfern. Ja, es ist immer sinnvoll und richtig, öffentliche Ausgaben sehr kritisch zu prüfen. Jeder Euro, der von der öffentlichen Hand ausgegeben wird, stammt ursprünglich von den Menschen in diesem Land, von deren Produktivität. Deshalb ist es eine Selbstverständlichkeit, dass über seine Verwendung genau und transparent, ja, ja, wir stehen da immer noch zu, Rechenschaft abgegeben werden muss. Aber das kann und darf nicht gleichgesetzt werden mit der Forderung, überhaupt kein Geld mehr ausgeben zu dürfen. Geld, das in die Zukunft dieses Landes investiert wird, ist gut investiertes Geld, weil wir so unseren Kindern ein funktionierendes Land hinterlassen. Der geschätzte Herr Verkehrsminister Groschek hat sich kürzlich ganz weit aus dem Fenster gelehnt. Er hat bei dem ganzen Getöse um die Ausländermaut und die schäublische Antwort dazu gemutmaßt, dass es nicht um Fragen der konkreten Gestaltung geht, sondern um die langfristige Privatisierung der Verkehrsinfrastruktur. Er geht sogar so weit zu mutmaßen, dass da schon Pläne zur Bewirtschaftung der großen Verkehrspläne in der Schublade liegen. Herr Minister Groschek, Sie haben sich zuletzt mit Herrn Minister Dobrindt bei Leverkusen unter einer bröckelnden Brücke getroffen. Vielleicht können Sie ja bei Gelegenheit ein wenig Licht in das Dunkel bringen. Mal im Ernst, wie sehen denn die Rahmenbedingungen für Investitionen überhaupt aus? Erstens, eine historische Nullzinspolitik der EZB, der Europäischen Zentralbank, okay, 0,05%. Zweitens, eine fortschreitende Vermögenskonzentration in den Händen einiger weniger. Drittens, Bürgerinnen und Bürger bekommen für sichere Anlagen keine Zinsen. Viertens, einen ausgebluteten öffentlichen Haushalt in Nordrhein-Westfalen, dem die Möglichkeit genommen ist, gesellschaftliche Investitionen zu tätigen, sinnvolle Investitionen. Fünftens, eine wachsende Unterfinanzierung der öffentlichen Infrastruktur auf allen Ebenen. Und sechstens, einen wachsenden Druck, mit privatem Kapital Abhilfe zu schaffen. Ich sage, es gibt allen Grund, die Richtigkeit der ministeriellen Annahme zu befürchten. Wir befinden uns auf direktem Weg der Preisgabe gesellschaftlichen Reichtums.
Wir sind schon jetzt fast beim irgendwann unvermeidlichen Sachzwang. Der Druck, aktiv zu werden, der Druck, die schuldhaft kaputtgefahrenen öffentlichen Infrastrukturen instand zu setzen, zwingt die Landesregierung in wahrscheinlich gar nicht so ferner Zukunft, den Privaten, die das ja sowieso viel besser können, das Heft in die Hand zu geben. Diese gar nicht so ferne Zukunft könnte mit der Vollziehung der Schuldenbremse Wirklichkeit werden. Die Piratenpartei hat auf ihrem letzten Landesparteitag in Kleve, hier in Nordrhein-Westfalen, ein Meinungsbild eingeholt, das Folgendes aussagt: Wir fordern, dass die sogenannte Schuldenbremse, der Artikel 115 des Grundgesetzes, einer gesamt- und volkswirtschaftlichen sowie fiskalischen Neubetrachtung unter Berücksichtigung der Anforderungen unserer Zeit an die gesellschaftliche Teilnahme der Einwohner und an die Zukunftsfähigkeit des Landes Nordrhein-Westfalen durchgeführt wird. Die Finanzierung der Bildung, eigener Antrag, muss unabhängig von Bestrebungen zur Einhaltung der Schuldenbremse besser gestellt werden. Wir setzen uns auf Landes- und Bundesebene dafür ein, Bildung zu den Ausnahmen in Artikel 115 Grundgesetz hinzuzufügen. Die Bildungsausgaben in Deutschland sind immer noch viel zu gering. Deshalb muss das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern endlich komplett fallen, sodass die Ausgaben für Bildung deutlich erhöht werden können. Jedes Jahr aufs Neue müssen wir festhalten, dass insbesondere die Hochschulen chronisch unterfinanziert sind. Wir werden auch nicht müde zu betonen, dass die Landesrektorenkonferenz das aktuelle Unterfinanzierungsvolumen auf 800 Millionen Euro beziffert. Aber gewiss, im Bereich der Hochschulen wird viel Geld in die Hand genommen. Aber, und das ist kein grundsätzliches Problem, es sind riesige Projektgelder wie Hochschulpakte, die immer nur Kofinanzierung von Bund-Länder-Programmen sind. Uns fehlt hier der eigene Ansatz dieser Landesregierung. Und es ist auch sonnenklar, wer an Bildung spart, versündigt sich an den nachfolgenden Generationen. Aber genau das wird getan. Sie haben immer noch kein schlüssiges Konzept zur Garantie von Masterstudienplätzen. Viele junge Menschen und auch die Wirtschaft fordern den Master als Studienabschluss für alle, die das wollen. Sie doktern jetzt seit 15 Jahren, ich weiß, da ist Schwarz-Gelb mitgemeint, herum und lassen immer und immer wieder die derzeitig Studierenden spüren, dass sie weder echte Konzepte noch eine schlüssige Vorstellung der Informations- und Wissensgesellschaft haben. NRW mit seiner sehr, sehr dichten, weltweit einmaligen Hochschullandschaft braucht genau diese Masterplätze, um Führungskräfte an den Hochschulen zu bilden. Ich spreche bewusst von Bilden und nicht von Ausbilden. Denn das Studium verkommt immer mehr zu einer akademischen Ausbildung, in der die Studierenden in den Vorlesungen als erstes nach der Prüfungsrelevanz und dem auswendig zu lernenden fragen und nicht nach den Inhalten. Das kann nicht der Anspruch von Hochschule sein. Gleiches gilt übrigens für den Faktor gute Arbeit an den Hochschulen. Im Hochschulgesetzverfahren haben wir gesehen, wie die Stimmung unter den Hochschulbelegschaften ist. Hochschulen als Arbeitgeber können weiterhin eine Hire-and-Fire-Mentalität verfolgen. Wie Hochschulleitungen denken, zeigt ein Zitat der Kanzler der Universitäten. Ich zitiere mit Erlaubnis. Die Finanzierung ist ein Problem. Das muss man sagen. Gute Beschäftigungsverhältnisse kosten gutes Geld. Ein geringes Budget kann nicht allein der Grund dafür sein, Beschäftigungsqualität herabzusenken. Das Land, das gute Beschäftigungsverhältnisse haben will, muss sie dafür die entsprechenden Mittel zur Verfügung stellen. Sich um diese Konsequenz herumzudrücken, ist mit Verlaub unwahrhaftig, um es einmal so auszudrücken. Das ist eine ziemliche Dreistigkeit und untermauert unsere Position der Forderung nach Rückführung des Personals in den Landesdienst. Dies würde natürlich die prozentuelle Zahl, die Staatsquote Landesbediensteten wieder erhöhen. Aber, und das ist das Wichtigste, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Hochschulen hätten wieder die Sicherheit und den Schutz des Landesdienstes. Durch die fehlende Übernahme von Verantwortung der Hochschulleitungen für ihre Angestellten ist die Rückführung der Hochschulangestellten in den Landesdienst unabdingbar. Das ist leider politisch, und zwar ausschließlich politisch, nicht gewollt. Eine klare Begründung dafür steht bis heute aus. Sie wollen, dass Nordrhein-Westfalen das Mitbestimmungsland Nummer eins ist, blenden allerdings die Argumente der Personalräte an den Hochschulen völlig aus. Die benennen das Problem mit dem Hochschulpersonal nämlich wie folgt. Klaus Böhme von Verdi sagte in der Anhörung, Zitat,
Dennoch muss man konstatieren, dass bei einer Rückführung in den Landesdienst auf jeden Fall Möglichkeiten der Mobilität deutlich gesteigert würden, was durchaus ein attraktives Element darstellen kann. Es würde auf jeden Fall wesentlich besser als bisher eine Einheitlichkeit im Umgang mit den rechtlichen Gegebenheiten und Vorschriften für die Beschäftigungsverhältnisse, also für die Beschäftigungsbedingungen insgesamt, gewährleistet. Wir hätten sicherlich eindeutig weniger Bürokratie. Wir haben 30 Einigungsstellen, weil jede Hochschule ihre eigene Einigungsstelle bilden muss. Wir hätten mit Sicherheit durch die Rückführung Synergieeffekte. Das sind alles Argumente, die hier ausgeblendet werden. Das müsste im sogenannten Hochschulzukunftsgesetz geändert werden und dann natürlich im Haushalt 2015 mit Zahlen untermauert werden. Sie sprechen von der Verantwortung des Landes gegenüber den Hochschulen und ihren Mitarbeitern. Dann nehmen Sie diese bitte endlich wahr. Apropos Verantwortung wahrnehmen. Wir werden konkreter im Haushaltsverfahren darauf hinwirken, dass sich die Qualität der Lehre deutlich erhöht. Seit der Abschaffung der Studiengebühren sind die Kompensationszahlungen für die Sicherung der Qualität der Lehre nicht erhöht worden. Das ist aus unserer Sicht ein falsches Signal, weil bei steigenden Studierendenzahlen die Zuweisungen an die einzelnen Hochschulen sinken. Wir wollen den Betrag deutlich erhöhen. Bezahlen könnte man das aus den Einsparungen durch die Kostenübernahme des BAföG oder, und das wäre endlich nötig, durch den Wegfall des Kooperationsverbots auf Bundesebene. Und wir finden, dass die Landesregierung und hier vor allem die SPD den Druck in Berlin deutlich erhöhen sollte. Aber auch hier werden Sie Ihrem Anspruch wieder nicht gerecht. Bildungsgerechtigkeit ist halt kein Thema, was die SPD für sich programmieren kann. Heiße Luft. Dafür reist die Ministerin lieber durchs Land und zeichnet Orte der Innovation aus. Das ist keine Forschungspolitik, die uns weiterbringt, und das sei hier betont, bei allem Respekt vor den Leistungen der ausgezeichneten Einrichtungen. Bildung kostet Geld, aber dieses Geld spart die Kosten in der Zukunft ein. Jeder jetzt investierte Euro kommt zigfach nachhaltig zurück und entlastet die Sozialetats. Sie wissen das auch, deshalb fordern wir Sie auf, die Ausnahmetatbestände bei der Einhaltung der Schuldenbremse im Grundgesetz um Bildungsausgaben zu erweitern bzw. sich dafür im Bundesrat einzusetzen. Wir können nicht die Substanz für die nachkommenden Generationen verfrühstücken, nur um näher an die schwarze Null zu kommen. Denn, und das ist genau der Irrsinn dieser Argumentation, fehlende Bildung ist die eigentliche Hypothek für zukünftige Generationen und eben nicht die angeblich so hohen Zinsbelastungen. Ihr Haushalt funktioniert eigentlich ganz einfach. Sämtliche Ausgabenpositionen werden unverändert fortgeschrieben. Sämtliche Einnahmenpositionen bleiben, wie sie sind, mit ein bisschen Glück. Der notwendig resultierende Fehlbetrag wird dann laut beklagt mit wechselnden Überschriften. Momentan gern mit diesen. Nordrhein-Westfalen wird benachteiligt, sowohl bei der Verkehrsinfrastruktur, wo Nordrhein-Westfalen in fast gleicher Höhe zu kurz kommt, als auch bei den Bildungstiteln, wo deutlich weniger aus Berlin nach Düsseldorf überwiesen wird, als eigentlich angemessen. Ich sagte es vorhin schon, wir lassen kein Kind zurück, wir investieren in Kinder und Bildung, haben Sie sich in die Präambel Ihres Koalitionsvertrags geschrieben. Ja, die Schülerzahlen sinken. Frau Ministerin Lührmann, oh, schade, nicht da. Sie sprachen in der Vergangenheit von der sogenannten Demografierendite. Wir stellen uns die Frage, ob es bei dieser Aussage bleibt, dass diese Rendite im Schulsystem verbleibt. Darüber hinaus haben die Schulen ein deutliches Mehr an Aufgaben bekommen, als prominentestes Beispiel die viel diskutierte Inklusion. Und sie stehen weiteren Herausforderungen gegenüber. So war diese Woche anlässlich der Veröffentlichung des OECD-Berichts Bildung auf einen Blick Folgendes zu hören. Gerade für Schüler aus sozial schwachen Familien bleibt das Versprechen Aufstieg durch Bildung häufig in weiter Ferne, so Heino von Meyer, der Leiter der deutschen OECD-Niederlassung in Berlin. Und der Bericht zeigt auch, je jünger die Deutschen sind, desto größer ist die Gefahr, dass sie den Bildungsabschluss ihrer Eltern nicht mehr erreichen. Die sogenannte Abwärtsmobilität nimmt zu, eine besorgniserregende Entwicklung. Nicht nur für das soziale Gefüge in unserem Land, sondern auch für die zukünftige Entwicklung unserer Gesellschaft. Und man möge mir das verzeihen, ich möchte mich mal hier Lindnerscher Monopoly-Rhetorik bedienen. Das ist eine echte Ereigniskarte. Und das hat nichts zu tun mit Wünsch dir was, von dem Herr Priggen vorhin gesprochen hat. Wir müssen an der Stelle investieren.
Man könnte auch sagen, der Bildungszustand oder der Zustand der Bildungsprozesse zurzeit in Nordrhein-Westfalen und im gesamten Bundesgebiet entspricht einer Katastrophensituation. Und die ist ja als Ausnahme im 115 Grundgesetz geregelt. Mit Zukunft und Entwicklung haben die Themen zu tun, für die wir uns zurzeit in der Schulpolitik besonders einsetzen wollen. Die Digitalisierung und die Anbietung von digitalen Lernmitteln. Unsere Vorstellungen hierzu sind in zwei Grundsätzen begründet. Erstens, freier Zugang zu Wissen und Information. Und zweitens, Medienkompetenzerwerb durch Praxis. Deshalb setzen wir uns für Lernmittel unter freier Lizenz ein, sowie für IT-Ausstattungen für die Schülerinnen und Schüler. Da wir uns selbst hierzu schon vielfältig geäußert haben, will ich heute einmal andere Stimmen zu Gehör bringen. Aus dem 6. Zwischenbericht der Enquetekommission des Bundestags Internet und digitale Gesellschaft zum Themenbereich Bildung und Forschung. Zitat: Mit der Darlegung unterschiedlicher Zielsetzungen einer schulischen Medienbildung wird deutlich, dass sich die Frage der Medienbildung nicht auf Ausstattungsoffensiven reduzieren lässt. Nichtsdestotrotz muss die Ausstattung an den Schulen und die Sicherstellung eines entsprechenden Supports als notwendige Bedingung betrachtet werden. Die Finanzierung des Ausbaus und der Aktualisierung der I&K-Ausstattung muss deshalb gesichert werden. Weiter heißt es in diesem Bericht, die Enquetekommission empfiehlt, alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufen 1 und 2 mit mobilen Computern auszustatten und dies mit entsprechenden pädagogischen Konzepten und Qualifizierungsmaßnahmen zu begleiten. Zitat Ende aus dem Enquetebericht. Nun zur kleinen Erinnerung etwas aus dem Wahlkampf. Eine Antwort der SPD auf Wahlprüfsteine der Initiative Keine Bildung ohne Medien zur Bundestagswahl 2014. In der Enquetekommission Internet und digitale Gesellschaft hat sich die SPD-Bundestagsfraktion für die Förderung von Open Educational Resources, also der Herstellung, Verbreitung und Nutzung frei zugänglicher sowie offen weiterentwickelbarer Bildungs- und Studienmaterialien eingesetzt. Ja, herzlichen Dank dafür. Und nun noch ein Zitat der anderen hiesigen Regierungsfraktion, denn Gerechtigkeit muss sein. Antwort von Bündnis 90 Die Grüne auf den Wahlprüfstein von Wikimedia Deutschland, eben zu Open Educational Resources. Bündnis 90 Die Grünen wollen die Digitalisierung im Bildungsbereich unterstützen, um den Zugang zu Wissen zu fördern. Lehr- und Lernmaterial sollen unter freien Lizenzen bereitgestellt werden, um Wissensmonopole aufzubrechen und die vielfältige Nutzbarkeit entsprechender Inhalte zu unterstützen. Maßgaben sollten die Standards zu Open Educational Resources sein. Da stimmen wir zu. Besser hätten wir das kaum selber ausdrücken können. Noch ein bemerkenswertes Zeugnis aus dem Koalitionsvertrag für den Bund 2013. Die digitale Lehrmittelfreiheit muss gemeinsam mit den Ländern gestärkt werden. Grundlage hierfür ist ein bildungs- und forschungsfreundliches Urheberrecht und eine umfassende Open-Access-Politik. Schulbücher und Lehrmaterial auch an Hochschulen sollen, soweit möglich, frei zugänglich sein, die Verwendung freier Lizenzen und Formate ausgebaut werden. Nun könnte man meinen, wenn man das so liest, das ist ja alles klar und es kann losgehen. Dem ist aber bislang nicht so. Deshalb ist die Einschätzung von Nico Lummer, Mitglied im Gesprächskreis Netzpolitik des SPD-Parteivorstandes, in einem Beitrag im Handelsblatt am 12. August dieses Jahres treffend. Zitat: Es ist geradezu lächerlich, dass immer noch nicht jedes Kind ein Tablet zur Verfügung gestellt bekommt. Anstatt langfristig zu denken und frei verfügbare digitale Lehrmittel zu entwickeln und zu nutzen, Open Educational Resources lautet das Stichwort, wird immer noch das Oligopol der Schulbuchverlage aus den klammen Haushalten der Kommunen finanziert. Liebe Leute, Polen macht das inzwischen anders. Um einen Beitrag dazu zu leisten, diesen Missstand zu beheben, wird die Piratenfraktion im Haushaltsverfahren einen durchgerechneten Vorschlag machen, wie mit der Einführung von Schulbüchern unter freier Lizenz die Kommunen in die Lage versetzt werden, eine zeitgemäße IT-Ausstattung für den Unterricht an den Schulen zu finanzieren. Denn gegenwärtig wird viel in Papier investiert und zu wenig in Zukunft. Und Bildung ist das Kapital der Zukunft.
Ich kann mir das jetzt wirklich nicht verkneifen, zum Schluss noch zwei Bemerkungen zur digitalen Agenda der Bundesregierung zu machen, weil davon auszugehen ist, dass es die wirtschaftliche Entwicklung in diesem Land ja auch in mehr oder weniger intensiver Form betreffen wird. Erstens, hätte man 2013 unserem Masterplan zum Thema Breitbandausbau, unserem Antrag dazu Folge geleistet, dann wäre Nordrhein-Westfalen heute schon ein Jahr weiter als das, was in der digitalen Agenda steht. Dann wäre es vielleicht auch möglich, dass Frau Kraft hätte erreicht werden können in Brandenburg, denn die Funklöcher sind schon zwischen Dortmund und Bielefeld. Und zweitens, das ist für mich jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Ich möchte das mit Ihnen teilen, weil ich dazu nichts zu dieser Entwicklung in der digitalen Agenda gefunden habe. In der Rechnercloud des Produktvertreibers Amazon befindet sich ein Algorithmus, ein Bot, der weltweit dafür sorgt, dass die Bücherangebote von Amazon nicht unterboten werden können. Überlegen Sie sich bitte, was das volkswirtschaftlich bedeutet. Und das muss eigentlich in die digitale Agenda rein. Das sind ungelöste Hausaufgaben in diesem Papier. Da kann man nur sagen, setzen sechs, neu schreiben. Ist das eine Agenda oder kann das weg? Das kann weg, meine Damen und Herren. Vielen Dank.